Die Natur braucht Freunde und Unterstützer, damit sie für alle lebenswert bleibt. Dafür leisten die Naturschutzstationen und Zentren des NABU Sachsen eine vielfältige und wertvolle Arbeit. Auf dem Land und in der Stadt. Wir pflegen wertvolle Lebensräume und betreuen Schutzgebiete. Teilen mit Groß und Klein unsere Naturbegeisterung. Sind euer Ansprechpartner in der Region. Und bringen Menschen für die Natur zusammen. Mit einem Netzwerk aus 14 NABU-Naturschutzstationen und Zentren sind wir aktiv für Mensch und Natur. Die im Folgenden vorgestellten Stationen sind Beispiele und geben einen Eindruck. Das Team der Naturschutzstation Stadt und Aue Leipzig schützt und bewahrt urbane Lebensräume sowie die Gewässer und Auenlandschaft rings um Leipzig. Die Station Herrenheide bei Burgstedt bietet ein Pilz-, Tagfalter-, Fledermaus- und Biber-Monitoring. Ein liebevoll gestaltetes Naturareal bietet vielfältige Lebensräume und Entspannung. Das Teichhaus Eschefeld bei Frohburg ist der ideale Startpunkt zum Entdecken des europäischen Vogelschutzgebietes Eschefelder Teiche. Besucher erwartet eine Ausstellung zum Lebensraum Teichlandschaft und eine gemütliche Gruppenunterkunft für Selbstversorger. In der Naturherberge Affalter steht alles im Zeichen der Naturerfahrung und Naturverbundenheit. Ein Bauerngarten, ein Bienenhaus und eine Streuobstwiese laden zum Entdecken ein. Die Naturschutzstation zum Hohen Forst hat sich neben dem Vogel- und Fledermausschutz der Bewahrung der Tradition des alten Bergbaus verschrieben. Übrigens, alle Stationen eint ein großer ehrenamtlicher Einsatz sowie ein breites Umweltbildungsangebot. Infos zu allen NABU-Naturschutzstationen und Zentren finden Sie im Netz auf nabu-sachsen.de. Machen auch Sie mit. Werden Sie jetzt Mitglied. Unterstützen Sie die Arbeit der Stationen vor Ort oder engagieren sich in einer der zahlreichen Regionalgruppen.